da war sie noch nicht mal foliert gewesen, die Gixxer. Das war mein erster Porn, den ich für mein Bike bekommen hatte. 15 Minuten geht das, ey. Wurde auf der BMT gedreht? Nee, das war schon das zweite Interview. Das hier war das allererste Interview. Also ich weiß gar nicht, ob ich da schon YouTube-Videos gemacht hatte. Vielleicht hatte ich ein oder zwei YouTube-Videos online. Und ich glaube, ich hatte 10.000 Follower. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Auf Instagram. Also nur auf Instagram. Oh. Diese Effekte. Diese Effekte. Nee, hat man nicht gesehen, dass das geeditet war. Diese hässlichen Spiegel, Alter. Und da habe ich mir noch coole Wu ins Windschild geklebt. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Kannte jemand von euch die Maschine noch so? Und bitte seid ehrlich. Also, wer war Follower damals schon? Ja, Laura, das weiß ich. Ja, servus, was geht? Heute haben nicht wundern, die Soundqualität ist ziemlich schlecht, weil starker Wind war und die irgendwie keinen Popschutz dabei hatten. Mal das Interview mit dem coolen Boy, dem coole Wu. Was geht? Coole Wu am Start. Coole Wu ist am Start mit der 125 CC. Oh, also cringe. Boy, wie bist du zum Motorradfahren gekommen? Ich habe mich dieses Jahr, im April, habe ich mich bei der Fahrschule angemeldet. Ey, die Konstruktion hier am Helm. What the fuck? Ich bin auch ständig, weil die GoPro so weit unten war, immer wenn ich einen Schulterblick gemacht habe, bin ich mit der GoPro an meiner Schulter hängen geblieben. Es gab eigentlich gar keinen genauen Grund. Ich hatte Langeweile und wusste nicht, was ich genau machen sollte. Hab irgendein Hobby gesucht, was ein bisschen nach Adrenalin... Ich bin ein kleiner Adrenalin-Junkie. Irgendwas habe ich... Kappa. Außer wenn es um Motorradfahren geht. Also eigentlich bin ich überhaupt kein Adrenalin-Junkie mehr. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das hatte zufälligerweise Kim auch schon mal gesagt in unserem Interview. Du siehst voll schmal aus. Ey, der Typ wiegt aber auch... Also ich glaube, der ist über 1,90 groß, 1,95 oder so und wiegt... Weiß ich nicht, 110, 120 Kilo. Deshalb sehe ich wahrscheinlich so dünn aus. Aber in der Kombi sehe ich, die Kombi ist mir auch zu klein, sah ich sowieso immer dünn aus. Ich bin ein Adrenalin-Junkie. Warst du aufgeregt? Ja, ich war mega aufgeregt. Auf jeden Fall. Stimmt, das habe ich sogar bei euch gesehen. Ja. Nee, und auf jeden Fall dachte ich dann, was gibt es denn noch so für Sportarten, was irgendwie den Adrenalin fördert? Und dann bin ich aufs Motorradfahren gekommen. Bin dann straight zur Fahrschule hingegangen, hab den Führerschein gemacht. Hatte den dann, glaube ich, so Ende Juli, September, irgendwie sowas. Ja. Also ich fahre auf jeden Fall, ich bin noch sehr jungfräulich. Hast du den? Oh, da hatte ich noch das dicke Nummernschild, da hatte ich noch nicht BKW. Da hatte ich noch ein absolutes, wie sagt man dazu? Stullenbrett als Kennzeichen. Offenen Führerschein gemacht? Ich habe gleich den offenen gemacht, genau, ich bin 28. Ab 24 darf man ja gleich offen fahren. Genau. War das ein HJC-Helm? Genau, das war mein allererster Helm. Den hatte ich mir für die Fahrschule, also ich hatte mir die Kombi für die Fahrschule gekauft und den Helm. Konnte mich dann nicht richtig entscheiden, ich mir eine 1000er oder 600er hole, weil wenn man Kuchenblech, ja stimmt, Kuchenblech, ey. Länger ist, sag ich mal, sich dann gleich eine 1000er zu holen, war schon... Das ist ein Risiko an sich. Ist auf jeden Fall ein Risiko, ja. Hätte mich jetzt trotzdem nicht abgeschreckt, also ich hätte mir auch eine 1000er geholt, aber ich fand die 600er Gixxer am schönsten. Am schönsten, am geilsten, am coolsten. Am coolsten. Boah, da hat er aber in dir rissen, ey. Hat er in dir rissen. Okay, am coolsten. Alles klar. Ja, die nächste Frage wäre ganz entspannt gewesen. Warum denn aus? Ah, du warst der Typ, der mich und Kim mit Red Bull und Jägermeister versorgt hatte. Alter, da waren wir immer so betrunken gewesen bei dem Motorradmessen. Gerechnet die Gixxer, ich meine, verhältnismäßig, es gibt ja sau viele 600er, die auch geil aussehen, auch Sportler. Warum ausgerechnet jetzt die Suzuki? Warum die Richtung? Also ich habe erstmal lange hin und her überlegt, ob die Supersport. Ja, das meinte ich. Wundert euch nicht, dass der Ton abkackt. Bei Naked hat mir die Z-Reihe auch sehr gefallen. Wasaki. Die ist cool, ja. Cool. Einfach das Bullige an sich, aber... Digga, meine O-Beine, Alter. Ich habe so dolle O-Beine. Ich werde bestimmt mal Arthrose in den Knien kriegen, wenn ich alt bin. Ich bin nicht nach Fahrverhalten gegangen, sondern eher nach... Dann gibt es Rollator-Vlogs. Supersport am meisten angesprochen. Ja. Da kamen für mich die R6, die Gixxer, die CBR. Was kam noch in Frage? Grob hat sich's dann auf R6 oder Gixxer angependelt. Boah, schon wirklich eine schicke Maschine, oder? Also für, was habe ich damals bezahlt? 4000,
100 Euro oder so. Ich finde, für 4.100 Euro kriegst du echt schon viel Motorrad dafür. Und dann hatte ich ein bisschen bei eBay geguckt und hab dann die Gixxer in Tempelhof gesehen. Hab sie angeguckt, Probe gefahren, mich gleich verliebt und hab sie dann einfach später mitgenommen, ohne irgendwelche anderen Bikes Probe zu fahren. Ich bin Liebe auf den ersten Blick. Ich bin so Probe gefahren, hab's am nächsten Tag gleich mitgenommen und bin super zufrieden. Ich kam gar nicht klar bei der Probefahrt. Ich kannte ja nur, ich hab mein Fahrschulmotorrad war eine ER, wie heißt denn diese Kawasaki? ER9N oder wie die heißt? Das war ja so ein Naked Bike, wo du einfach lenken kannst so. Und bei der Sportler ging das gar nicht mit dem Lenken, aber ich hab's so trotzdem einfach genommen. Das ist cool. ER6N. Ja, man sieht ja, auch, ER6N. Vom Optischen macht das was her. Das, was ich ja am coolsten finde, ja, ist ja definitiv dieser ja, Endtopf. Also kann man das denn überhaupt Endtopf nennen? Weil es kam auch die Frage auf, wie sieht es aus mit Polizeikontrollen? Weil es sieht optisch richtig, richtig geil aus. Aber da ist ja so gesehen wie bei anderen Bikes nicht wirklich was, was man sieht. Das ist ja bloß ein Ende und da ist, ja, kann man reingucken. Genau, da kann man reingucken, da muss man reingucken können. Schon krass, dass das eigentlich legal ist. Wie von den Polizisten angesprochen, war schon echt auffällig. Also bis jetzt wurde ich nur wegen Sachen, die ich nicht mit dem Bike gemacht habe, angesprochen oder wo das Bike aus war. Ansonsten bin ich noch nicht in eine Polizeikontrolle gekommen. Oh, das hat sich, ey, wie jungfräulich ich da noch war, was Polizeikontrollen anging. Oh, hat das sich geändert, ey. So beispielsweise, aber, wo du an Brücken hingst und so. Wo ich an Brücken hing, wo ich versucht habe, Interviews zu geben vom Reichstag, vom Rasen. Nee, aber der Endtopf hat auf jeden Fall eine E-Nummer. Ist schon echt cringe, das Interview. Ist ein Suzuki-Zubehörteil. Von daher sollte es da auch keinen Stress geben mit der Polizei. Das ist natürlich geil. Aber im Auto schon gut. Wie bist du dich mega? Wie bist du denn überhaupt auf YouTube gekommen? Hast du da schon vorher, bevor du dein Bike gekauft hast, gesagt, klar, Alter, ich will irgendwas machen? Oder einfach im Nachhinein so, ey, cool, da gibt's ja auch andere, ich will auch. Als ich bei der Fahrschule war. Oh, wollen wir uns das weiter angucken, ey? Mir ist das irgendwie voll unangenehm, Chat. Eins in Chat für weitergucken, zwei für nicht weitergucken. Okay, ihr wollt weitergucken. Ihr wollt mich leiden sehen. Okay, weiter geht's. Da bin ich so ein bisschen durch YouTube gestöbert und da dachte ich, das muss doch bestimmt auch Motorradfahrer geben, die YouTube machen. Wenige. Bin ich irgendwie auf die Top 5 gekommen, Top 5 Momente, weiß ich nicht, von irgendwelchen krassen Motorradfahrern und dann bin ich auf CoverQ gekommen. Ja, und wenn du dann erstmal bei CoverQ... Da hinten war Robert, Alter. Robert ist auch Follower der ersten Stunde. Bist, dann klickst du dich auch ganz schnell durch die anderen YouTuber durch. Genau. Also, der Filterboy hat mal wieder motiviert. Genau. Also, ja, jetzt nicht direkt motiviert, aber ich habe deine Videos auf jeden Fall gerne geguckt und ich wusste, dass ich, wenn ich einen Schein habe und ein Motorrad habe, dass ich mir auf jeden Fall auch eine GoPro an Helm machen will. Ja. Wie genau das jetzt ausschaut. Genau, da war ich heute auch gewesen. Ich habe mir davor jetzt keinen Kopf gemacht. Also, ich wusste einfach nur. Mal spontan. Genau, macht Spaß. Ich hatte früher schon gestreamt bei Twitch. Machst du das immer noch aktiv? Früher schon bei Twitch gestreamt. Aktiv oder bist du? Nee, ich mach das nicht mehr aktiv. Ich hab das so 2 Jahre aktiv gemacht. Mit 5 Zuschauern. 2 Jahre aktiv League of Legends gestreamt mit 5 Zuschauern. Nach 2 Jahren, ich hab jeden Tag 8 bis 10 Stunden gestreamt auf Englisch. Und hab immer fleißig meine Köpfe geraucht nebenbei. Ich hab bestimmt 30 Köpfe pro Stream geraucht. Und hatte dementsprechend sehr, sehr kleine Augen und immer weniger gesagt. Und nach 2 Jahren hatte ich so 2000 Follower und hatte vielleicht in 2 Jahren 150 Euro gemacht. Damals League of Legends gestreamt. Ein Sub, es gab damals glaube ich keines, oder gab es damals Subs? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war ich so klein gewesen, dass ich nicht mal Affiliate sein konnte, weil meine durchschnittliche Viewerzahl war einfach 5. Davon war ich 2 oder 3. Ich hatte mir immer mehrere Rechner aufgemacht mit meinem Stream, um mehr Viewer zu haben. Wer kennt's? Ja. Genau. Damals auf Diamond 3 gewesen. Auf jeden Fall hat mir das ganze Stream. Ist mein größter Flex im Leben, dass ich mal Diamond 3 war bei League of Legends. Leute unterhalten hat mir damals schon sehr, sehr Spaß gemacht, zu quatschen, zu reden. Und da war das sehr naheliegend, dass ich das beim Motorradfahren dann auch machen will. Yes. War einfach mega dumm damals, da ich auf Englisch gestreamt habe. Ich hätte einfach mal auf Deutsch streamen sollen. Und genau zu der Zeit ist auch Hand of Blood und dieser Spandauer Inferno, die sind genau zu der Zeit auch groß geworden. Und ich dachte so,
Nee, die können nicht spielen und so. Hast du denn jetzt irgendwie Ziele mit deinem YouTube-Account, dass du sagst, so, ich will richtig krass werden wie Blackout oder... Für Affiliate brauchst du durchschnittlich 3? Nee, ich glaube, du brauchst 70. 70 Viewer durchschnittlich für Affiliate. Oder brauchst du das für Partner? Nee, für Partner 70, wa? Ich will durchziehen, Emoji-Style-mäßig oder eher so nebenbei, weil es einfach Spaß macht. Ich will es nebenbei machen, weil es Spaß macht. Ist hat ja gut geklappt. Sehr viel Arbeit, vor allem, wenn man nicht schneiden kann, wie ich. Also ich musste mir das selber beibringen. Und das, was ich wahrscheinlich in 8 Stunden schneide, schneiden manche andere in 1 bis 2 Stunden. Ja. Aber es ist geil, wenn du ein fertiges Video fertig geschnitten hast, dass du ein Projekt hast, was fertig ist und was du dir jederzeit wieder angucken kannst, womit auch Erinnerungen zusammen verbunden sind. Ich habe mir eigentlich überhaupt keinen Plan gemacht. Also alles ohne Druck. Ja. Ich habe damit jetzt einfach angefangen. Der Plan war auch eigentlich, dass ich erst YouTube mache und als Überbrückungszeit habe ich mir dann Instagram gemacht. Ich habe Instagram auch erst seit Anfang August. Ich hätte nicht gedacht, dass das alles so schnell geht mit den, mit den Followern und ja, habe das dadurch dann auch ein bisschen... Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich vielleicht 3 YouTube-Videos draußen und vielleicht so 3000 Follower auf YouTube und ich glaube 10.000, 8.000, 9.000 so auf Instagram. Hängen lassen mit dem YouTube-Kanal. Deshalb kam der erst vor 2 Wochen online. Aber jetzt ist er online. Ich versuche jeden Sonntag ein Video zu bringen. Instagram läuft natürlich parallel die ganze Zeit noch weiter, weil Bilder machen auch gesagt. Boah, damals habe ich noch jeden Tag ein Instagram-Bild gepostet. Instagram ist so ein Nebenherläufer, der eigentlich vom Auto. Also, es wird irgendwie trotzdem. Genau, genau. Also ich versuche halt immer zwischen 17 und 18 Uhr ein Foto hochzuladen jeden Tag. Ist natürlich doof im Winter, wenn einmal einem die Fotos ausgehen, aber ja, da muss man dann so auf den Apfel beißen und muss halt mal raus und ein paar Fotos machen. Digga, jeden Tag 17 bis 18 Uhr ein Foto hochgeladen, Alter. Da war ich noch anders motiviert. Ja, und dann hoffe ich, dass das alles einfach so weitergeht, wie es gerade weiterläuft. Merchandise aus, weil jeder mittlerweile macht ja fast Merchandise. Emoji macht da Blackout, ganz ohne Frage. Die Landratten sind mehr als bekannt. Ja. Kim, der Filterboy, Alpha mit den Moto Animals, mit Devo zusammen. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du auch irgendwie später was? Schon irgendwie lustig war, dass wir uns gerade ein Interview reinziehen, wo jemand mich vor ein paar Jahren fragt, wie es mit Merch ausschaut. Und heute kam Merch raus. So. Planung oder verrückt, was? Verrückt, ey. Ich habe auf jeden Fall sehr Bock auf sowas, aber ich finde... Schlüsselanhänger wird es auch noch geben, ja. Ich habe im Jugendinterview auch gesehen, dass man das Ganze auch wirtschaftlich sehen muss. Genau. Und dass sich das nicht lohnt, mit knapp 10.000 Abos da jetzt irgendein Merch rauszubringen. Weil wenn man da schon Energie, Zeit, Geld reinsteckt, dann sollte man auch ein bisschen was zurückkriegen. Also ich würde... wirklich keine Angaben machen, aber falls ich irgendwann mal bei 30.000 bis 50.000 landen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, auch ein Hoodie oder ein Tanktop rauszubringen. Das Tanktop kam nie raus. Ey, krass, für mich war damals, als ich 10.000 Follower hatte auf Instagram, waren 30.000 oder 50.000 so utopisch viel. Das war unglaublich gewesen. Tanktop natürlich. Ich werde auf jeden Fall ein Tanktop rausbringen. Ganz geil. Ja. Wollen wir mal die Fragen kommen, die Instagram an sich so gestellt haben? Hatte ich ja in die Story nochmal gepackt gehabt. Kursgrill vom Herrn. Auch, ich würde sagen, für den Anfang mal die beste Frage von allen anderen in diesem ganzen Interview. Was ist die beste 125er? Oh, was sag ich denn da? Was ist die beste 125er? Die beste 125er ist natürlich die 125. Ganz klar. Okay. Ich bin leider noch keine 125er gefahren. Okay, keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Jetzt würde ich optisch sagen, die YZFR. Und ja, also keine Ahnung. Wenn ich ein 16-jähriger Bengel wäre, ich würde versuchen, dass ich die YZFR kriege, aber die ist auch am teuersten. Ich kann jetzt nur nach Optik. Oder eine 125er Beta. Also so, entweder so in die Sportlerrichtung oder in die Sumo-Cross-Richtung. Kann auch was mit dem Ton los, ey? Es war so windig gewesen und die hatten hier keinen Windschutz auf dem Mikrofon drauf. Deshalb ist der ganze Ton verkackt. Wirklich jetzt. Es war auch arschkalt gewesen. Ich glaube, es waren 1 oder 2 Grad. Ich bin da extra zum Reichstag hingefahren für das Interview und war voll gehypt, wann das Interview fertig ist und rauskommt und so. Und dann habe ich den Ton gehört und meinte so, ey, das geht gar nicht klar. Die einzelnen Sounds beurteilen.
Also ich glaube, ich bin so ziemlich für euch der Falscheste, der das beurteilen kann, was die beste 125er ist. Ja. Okay. Boah, nicht. eine Frage von einem Fan einer Bekannten. Bist du vergeben an dein Bike oder bist du noch zu haben? Wir haben ja gesehen schon im Vorhinein, erklärt sich natürlich. Also eigentlich auf der beides Straße. Ja. Vergeben an mein Bike und trotzdem noch zu haben. Trotzdem noch zu haben. Also du, die du das geschrieben hast, melde dich bei ihm, wenn ihr nicht schon in Kontakt seid. Verrückt, was die damals schon gefragt haben, ey, bei 10.000 Followern. Warum fährst du keine Supermoto? Warum denn ausgerechnet die Sportler? Ich würde gern alles mal fahren. Also auf Harley, Cross. Naked, aber... Digga, er war einfach in kurzen Hosen bei 1 Grad Außentemperatur. Supersport hat mir einfach optisch am besten gefallen. Deshalb habe ich mich einfach für den Supersport entschieden, weil ich finde es einfach am coolsten. Kann man nicht anders sagen. Das, Supersport... Coole Ruhe auf einer Harley. Kauft euch alle eine RC390. Jawolli. Ich finde die alte so hässlich, die alte RC390. Die neue... Naja... Plattgedrückte Nase, so, die ging einigermaßen. Coole Wurf auf eine Harley, wie würdet ihr das denn finden? Das könnt ihr mal in die Kommentare stellen. Ich bin noch so Vollbart. Genau. Ja, irgendwie der Vollbart und noch so ein paar Tattoos, die Oberarme passen. 5 Minuten geht's noch. Tattoos habe ich leider auch nicht. Und eine andere Frage, hast du schon mal geschafft, bei dem zu reißen? Ach so. Leider noch nicht geschafft. Deshalb kann ich auch keine Videos machen. Ich verstehe das gar nicht. Irgendein Insider war das, irgendein Inside-Joke mit Lenker abreißen mit dem Wheelie, aber ich verstehe es nicht mehr. So oft passiert, die Lenker abreißen, das ist meine Wheelie-Entschuldigung. Ey, ich muss mir mal kurz... Also ihr müsst unbedingt mal ein bisschen den Lenker stabilisieren, weil der coole Boy, der reißt nämlich einfach beim Wheelie den ganzen Lenker aus. Da kennt er absolut nichts. Wie kommst du auf diese Fotoideen, wie mit TubeIn zum Beispiel, dass du einfach eine Brücke kletterst? Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, ich finde, wenn man fast. Wie kommt man auf Fotoideen? Die meisten Fotos auch unterhaltsam sein und nicht. Genau. Bisschen Abwechslung. Gabelbrücke abreißen mit dem Wheelie? Ey, vielleicht wusste er es einfach schon von Anfang an, dass irgendwann passieren wird mit der Gabelbrücke. Immer nur versuchen, coole, krasse Fotos zu bringen, die bearbeitet sind, sondern auch mal ein bisschen lustige, zum Beispiel, wenn ich im Laubhaufen liege oder... Oh, das mit dem Ton ist wirklich so anstrengend zu gucken. Genau, rumklettern. Also einfach ein bisschen was Verrücktes. Ich finde die, was nur unterhalten, egal ob YouTube oder Instagram, unterhalten werden und das versuche ich den Leuten zu geben. Bist du ein Anfänger in dem Sinne, aber hast du vielleicht Tipps an junge Fahrer? Digga, ich sollte Tipps an junge Fahrer geben und ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich 3 Monate einen Führerschein. Irgendwie was Sicherheit angeht oder irgendwelche... Noch Kontakt zu Tanzi? Oh, wenig, aber alles cool. Alles cool bei uns. Empfehlung, auf was sie achten sollten, vielleicht an zukünftige Fahrer. Ich glaube, letztens hatten wir irgendwann mal wieder geschrieben. Ich will von einer Woche oder sowas. Auf was sie auf jeden Fall beim Führerschein achten sollten, wenn sie machen irgendwelche besonderen Hinweise. Also ja, ich denke, ein bisschen Angst habe ich immer noch mit der Gabelbrücke. Also, geht nicht weg, aber die Angst wird weniger. Das Allerwichtigste ist Schutzkleidung. Ihr seht zwar jetzt immer von mir viele Tanktops. Pilzzeit, ich habe doch gesagt, wird wieder Schlüsselanhänger geben. Fotos oder Fotos, wo ich generell wenig anhab, aber ich muss dazu sagen, dass bei diesen Fotos ich meist meine Kombi ausgezogen habe und dieses Foto meist... Ich sehe überbraun aus. Warum bin ich so braun, Alter? Es war Winter. Auch nur wirklich für die Fotoidee entstanden ist, dass ich mir einen Tanktop hatte ich davor schon drunter gehabt. Natürlich kam es auch mal im Sommer vor, dass über 35 Grad waren, wo ich jetzt nicht in der Lederkombi unter 800 Meter zum Sport gefahren bin, mir jetzt auch nichts angezogen habe. Dafür ist jeder selber verantwortlich, aber wenn man vorher investiert und, sagen wir mal, 1200 Euro für eine Lederkombi ausgibt, man würde sich einfach sowas von den Arsch beißen, wenn man irgendwann mal im Krankenhaus fast... Boah, Digga, im ersten Jahr hatte ich noch so oft eine Lederkombi an. So oft... ein Drittel seiner Haut verloren hat und zu Hause lag die Lederkombi rum. Also eigentlich fast jeden Tag hatte ich da Lederkombi an, es sei denn, also vielleicht 5-mal nicht oder so, ansonsten immer Lederkombi. Schutzkleidung tragen, A und O und ansonsten, ja, sich nicht zu überschätzen. Immer schön. Coole, wo reagiert auf eure Motorräder, können wir auch mal machen. Können wir im Discord eine Gruppe machen, wo ihr eure Motorräder reinstellen könnt. Piano und besonders in der man steigert sich eh immer automatisch, da muss man sich zu...
zu nichts zwingen. Also wenn ihr so cool seid wie der Boy, dann dürft ihr da natürlich auch ohne Schutzkleidung fahren. Aber nein, aber am Anfang. Ich fahre wirklich sehr viel mit Schutzkleidung. Hast du denn vor an deinem Bike optisch? Da war ich noch ein gutes Vorbild. Noch irgendwas zu verändern oder generell an deinem Bike oder soll das so bleiben? Also ich will mein Winterprojekt jetzt sozusagen in 1 bis 2 Monaten will ich es komplett folieren lassen. Die Farben bleiben allerdings noch geheim, aber... Wow, sie ist, bleibt rot und schwarz. Aber das Folieren bei der Maschine, das war echt eine gute Entscheidung. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass... Es wird geisteskrank. Es wird geisteskrank auf jeden Fall und die Grundidee des Bikes bleibt erhalten. Ja. Ich denke auch nicht mehr, dass ich noch irgendwen mitnehmen will. Das heißt, die Fußrasten kommen auf jeden Fall, weg damit. Kommen auf jeden Fall ab. Neue Blinker sind essentiell. Also ja. Ich komme zwar klar mit den Blinkern, aber es gibt auf jeden Fall deutlich schönere. Ja, und ansonsten, das war es dann eigentlich schon. Felgen noch pulverisieren. Aber ja, das. Das habe ich nie gemacht, die Felgen gepulvert. Ist ja halt dann praktisch so die Gesamtoptik. Also, ist ja schon mal etwas, also man will ja nicht genau, sagen, was das welche ist besser, Gixxer oder Panigale? Boah, Digga, kannst du nicht richtig vergleichen. Die eine kostet 4.000 Euro, die andere kostet 14.000 Euro. Genau. Man will ja auch nicht zu viel ausgeben, wa? Genau, ja, das ist. Also, obviously, die Panigale. Ob. Das Bike, das ist so, ja. Aber die Gixxer war auch vollkommen okay. Es wird ja immer teurer, je höher die Kubikzahl ist, ne? Also. Genau. Naja, Leute, das war's mit dem Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und zum Abschluss würde ich sagen, wie wär's mit dem Bike bauen? Klar. Dann seht ihr jetzt nochmal einen richtig fetten Bike bauen. Das war mein allererster Bike bauen, ey. Das hat mich so gefreut, als ich den gesehen hatte. Wegen Copyright. Jetzt müsst ihr hinhören. Wer versteht da auch Coole Wu? Klingt fast wie Coole Wu, oder? Aber ist französisch und wird Voulez-vous. Aha. Aha. Nee, die sagt aber Voulez-vous. Voulez-vous avec moi ce soir? Eigentlich müsste jetzt noch vor Aufnahmen kommen. Oh, oh, oh. Ich glaube, die Jungs machen auch gar kein Video, gar keine Videos mehr. Die 125 CPM, CCM Paco Performance heißt das jetzt. What the fuck? With the bells.